Willkommen zu einer neuen Folge Run Cash Repeat. Ich laufe heute weg. Niklas wird mich jagen. Ein 1 gegen 1. Mal sehen, wie du dich schlägst, ne? Schauen, was wird. Und ich renne jetzt weg. Adios. Viel Spaß. So, was spielen wir hier eigentlich? Es ist Fangen durch die ganze Stadt. Ein Team zieht zu Beginn 3 Ziele und müssen diese erreichen, um das Spiel zu gewinnen. Dabei nutzen sie alle Verkehrsmittel, die die Stadt zu bieten hat. Die Fänger erhalten alle 10 Minuten einen 10 Minuten alten Standort des anderen Teams, um sie zu fangen. Beide Teams haben die Möglichkeit, Aufgaben zu erledigen, um sich Münzen zu erspielen. Mit Hilfe dieser Münzen können sie ihre Fähigkeiten spielen, die sie zu Beginn ausgewählt haben. Das Läuferteam startet mit 3 Münzen, das Fängerteam startet mit 0 Münzen. Das weglaufende Team muss an jedem Ziel mindestens eine Aufgabe ziehen. Ich habe die Fähigkeiten, kein Standort, kein Verkehrsmittel und Neustart. Niklas hat die Fähigkeiten Gefangen, Intervall verkürzen und Neustart. Die genauen Erklärungen der Karten kommen dann, wenn wir sie spielen. Und jetzt geht's ab zu den Zielen. Los geht die Jagd am Hauptbahnhof und dann geht's in die Überseestadt zum Speicher 11. Wieder zurück in die Stadt haben wir die Kunsthalle Bremen und über die Weser rüber geht es zum Klinikum links der Weser als drittes und letztes Ziel. Das sind die Ziele. Ich lauf los. Oh, Leute. Meine Ziele, ihr habt sie gerade gesehen. Mir wurde gesagt, die kommt in 4 Minuten. Die 4. Das dürfte alles passen. 4 Gewinn spielen wir. Und ich möchte erstmal das Ziel erreichen, was wirklich weit weg ist. Und danach gucke ich mal, wie ich mich wieder zurückarbeite. In alter guter Tradition werde ich mich jetzt hier mal in eine Ecke verpieseln und erstmal Aufgaben ziehen, um genug Punkte zu sammeln. Ich habe mir jetzt natürlich die ranzigste Ecke ausgesucht, die es hier gibt. Man kann es hier sehen, das ist die sogenannte Piss-Ecke. Das wird hier heute eine kleine Sightseeing-Tour und ich zeige euch die schönsten Ecken. Diese gehört nicht dazu. Ich hätte mal wieder Werder-Sachen anziehen sollen. Es wird der Werder-Spieltag. Typisch für unsere Runden. Irgendwie so ein Samstagvormittag, Werder-Heimspiel. Der Werder-Schall hätte mich ein bisschen besser einblenden lassen können. Ich werde jetzt hier meine Aufgaben ziehen. Ich habe übrigens heute einen geheimen Joker dabei. Nur damit ihr es wisst, Lukas hat gar keine Chance gegen mich. Ja? Einen schönen Wertbon von der Toilette vom Hauptbahnhof. Damit werde ich ihn sicher kriegen. Ziehen schön aus der Mitte natürlich. Und wir haben hier mal die erste Karte. Aktionskarte. Zurück in die Kindheit. Stelle dir eine Süßigkeiten-Tüte zusammen. 50 Pfennig werden da wohl nicht mehr reichen. Ja gut, das werde ich ja wohl hinkriegen. Wir sind hier ja in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das sollte machbar sein. Guck mal, da darf er doch was Leckeres essen. Das ist doch schön für ihn. Darf er sich erstmal ein bisschen besser ernähren. Ja, wobei, gut ernähren weiß ich jetzt auch nicht, ob das eine gute Ernährung ist. I doubt it. Guten Hunger. Jetzt habe ich meine Klappe natürlich gerade groß aufgerissen. Sightseeing-Tour und so. Ich weiß gar nicht, wo ich Süßigkeiten kriege. Muss ich mal gucken. Ich kaufe nie im Hauptbahnhof ein. Er snackt sich was und ich steige in die 4 nach Aßen ein und werde erstmal Klinikum LDW als Ziel ansteuern, erreichen und hoffentlich so ein paar Punkte sammeln. Lukas hat einen Einstieg reingeschrieben. Mal sehen, wo es hingeht. Ich bin immer noch auf der Suche nach Süßigkeiten, wo er eine Süßigkeiten-Tüte kriegt. Und ich habe gerade echt das Gefühl, ich bin zu doof für diese Aufgabe. Bye-bye-Kuschel. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich habe mich jetzt entschieden, zum Haus auf Sweets zu gehen. Ich wäre gerade in so einem Kiosk drin. Ich weiß nicht, ob das zählt. Da gibt es nur Lollis. Die große Problematik, wie komme ich vernünftig danach zum Speicher 11? Die erste Route, die mir vorgeschlagen wird, ist über den Hauptbahnhof. Gefällt mir gar nicht. Viel zu riskant. Gutes Wetter, zwei gute Typen in dieser Folge. Das kann nur eine gute Folge werden. Und ich bin mir sicher, ich werde Lukas kriegen. Ich habe nämlich heute Sportklamotten drunter. Ich bin vorbereitet. Ich kann heute schnell sprinten. Sogar Laufschuhe habe ich an. Dementsprechend kann nichts schief gehen. Ich gehe zum Haus auf Sweets. In der Innenstadt ist es relativ voll. Heute spielt Werder gegen Darmstadt. Mal sehen, ob das hier heute was wird oder ob ich in irgendeiner Bahn im Stau stecken bleibe. Ein richtiger Gamble wäre es natürlich, wenn ich jetzt einfach meine Karte ziehe, auf gut Glück versuche, eine Aufgabe vorher zu schaffen, bevor ich das Ziel erreiche. Wenn das eine gute Aufgabe ist und ich die entspannt da vorher lösen kann, würde ich mir nochmal zusätzliche Punkte erspielen. Ich bin am House of Sweets, hier könnt ihr es einmal sehen. Ich werde mir jetzt eine Süßigkeiten-Tüte besorgen und dann natürlich auch davon naschen, weil Doping ist wichtig. In der Tat. Doping für die Haare. Nur für die Haare. Erstes Krankenhaus haben wir erreicht, aber es ist leider nicht das, was wir brauchen. Es ist noch ein ordentliches Stück zu fahren, um dahin zu kommen. Aber man kommt direkt mit der Bahn hin. Das ist ein Vorteil. Ist auch der einzige. Einkauf war erfolgreich. Konnten wir jetzt in dem Sinne keine Tüte im klassischen Sinne zusammenstellen. Ich habe jetzt eine wunderschöne Tüte, passend zu mir, Hard Candy. Dementsprechend passt das. Und jetzt werde ich natürlich auch ein Stück davon verspeisen. In erster Linie ist es hier Run, Catch, Repeat. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen Food ASMR. Oh. Guck mal, die Dinger sind echt hart, Alter. Boah.
erstmal fast den Zahn abgebrochen. Ich glaube, die Dinger sind auch zum Lutschen, nicht zum Essen. Naja, egal, Aufgabe gelöst. Na, gab's lecker Essen für Kusche? Sehr schön. Genieß deine schöne Tüte. Und ich bin noch auf Reisen. Mal gucken, was deine nächste Aufgabe wird, ne? Es wird Zeit, eine neue Aufgabe zu ziehen. Ich ziehe sie raus. Es handelt sich um folgende Karte. Mache Werbung. Bastel ein Werbeschild für eine Sache eurer Wahl und werb für diese 10 Minuten lang. Ich bräuchte eigentlich erstmal ein Stück Papier und da müsste ich irgendwas draufschreiben. Sympathisch von ihm. Ein bisschen Werbung. Dann gucken wir doch mal, was das so bringt, wenn er da so ein bisschen Werbung für macht und sich ein bisschen irgendwo hinstellt und für werbliche Zwecke sich an die nächstbeste Ecke stellt. Ich habe mir ein Schild gebastelt bei dem netten Kollegen von dem House of Sweets. Der hat mir, denke, dankenswerterweise Zettel und Stift geliehen. Deswegen konnte ich mir ein tolles Schild basteln. Aber erstmal, ich durfte mir Lukas ersten Standort angucken. Das Ganze war bei der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Ich würde sagen, wir gehen mal dorthin in die Richtung und währenddessen mache ich ein bisschen Werbung. Und jetzt darf auch den ersten Standort angucken. Dementsprechend hat er jetzt ein bisschen eine Ahnung, wo es hingehen wird. Ob ihm das so genau schon was bringt, wage ich zu bezweifeln. Aber ist okay. Er darf gerne Werbung machen. Ich bin mir auch gar nicht bescheuert, jetzt mit diesem Schild hier rumzurennen und Werbung zu machen. Aber ihr seht's, man kann es hoffentlich super lesen und damit laufe ich jetzt rum. Und ja, muss wahrscheinlich auch ein paar Leute anlabern. Ich probiere es hier mal. Moin! Darf ich mal ganz kurz Werbung machen? Keine Sorge, wir machen so eine YouTube-Serie. Da jagen wir uns durch die ganze Stadt. Gibt's auch auf YouTube, könnt ihr euch gerne mal angucken. Run, Catch, Repeat heißt das Ganze. Ich kann auch gerne ein Foto machen. Ich muss jetzt 10 Minuten Werbung dafür machen. Das ist unter anderem eine Aufgabe in diesem Spiel. Dafür kriege ich Punkte. Ihr könnt gerne mit drauf, wenn ihr wollt. Ja, wollen wir. Gut. Ja, hallo. Vielen Dank. Nur der SVW! Richtige Einstellung. Sag ich mal jetzt, dass Werder heute spielt. So, und das machen wir jetzt noch 10 Minuten lang. Irgendwie fände ich es insgesamt cooler, wenn hier diese Muster, diese Straßenteppiche wären, ne? So, die man aus der Kindheit kennt. Wenn die einfach so, wenn man so ein kleines Auto damit drauf fahren könnte und nicht irgendwie, weiß ich nicht, hier solche Symbole. Naja, ist auch okay. Passt zu Bremen, aber irgendwie wäre es so lustig, wenn man da so mit seinem kleinen Spielzeugauto drauf fahren könnte. Vor allem bei so langen Fahrten. Wenn ihr wüsstet, wie meine Schrift manchmal aussieht, das ist wirklich Schönschrift. Also wirklich. Gucken Sie sich Run, Catch, Repeat auf YouTube an. Das neue Videoformat. Okay, der Kollege hatte wohl keinen Bock auf das Format. Banause, Kulturbanause. Raus. Ausstieg, LDW. Dann geht's mal eben rüber zum LDW. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir das da? Ich war hier noch nicht beim Klinikum, aber ich glaube schon. Klinikum links der Weser. Da gehen wir einmal vorne ran und dann haben wir das wunderschön erreicht. Ne? Grandios, würde ich beinahe sagen. Lukas hat gerade einen Ausstieg geschrieben, das heißt, er ist irgendwo eingestiegen und ausgestiegen. Wenn er vorher bei der Wilhelm-Kaisen-Brücke war, dann ist er jetzt wahrscheinlich in der 4. Und ich werde jetzt bei der Domsheide erstmal warten, bis ich den nächsten Standort angucken kann und dann entscheiden, wo ich hinfahre, weil von der Domsheide kommt man ja gut weg. Währenddessen halte ich natürlich fleißig dieses Schildchen hier hoch. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Klinikum links der Weser. Zack. Erreicht. Sehr schön. Hier, Run, Catch, Repeat, jetzt auf YouTube. Gerne angucken. Ist tolles Format, ist spannend. Lukas ist am Klinikum links der Weser, hat das erste Ziel erreicht. Das heißt, ich werde jetzt in die 4 steigen. Er wird wahrscheinlich versuchen, von da wegzukommen. Ich werde aber nicht bis Klinikum links der Weser durchfahren. Ich steige jetzt in die 4 Richtung Arsten und fahre wahrscheinlich bis Huckelriede. Und versuche ihn da, ob ich ihn da irgendwo abfangen kann in der Nähe. Und wir ziehen nochmal eben schnell eine Karte. Und dann hauen wir hier auch schon wieder ab. Oh, beziehungsweise wir hauen jetzt schon wieder ab. Vielleicht kriege ich ja diese Bahn noch. Oh mein Gott. Fuck. Nein. Die kriege ich absolut gar nicht. 26? Naja. Oh, du. Oh. So viel zum Thema entspannte Aufgaben ziehen. Jetzt habe ich sowohl den Bus als auch die Bahn hier wegzukommen verpasst. Ah, fuck. Gut, dann ziehen wir jetzt halt eine Aufgabe hier so. Schon mal ein sehr, sehr unerfolgreicher Start. Beide Sachen wären richtig gut gewesen. Sowohl die Bahn zurück als auch der Bus. Na gut, ich ziehe eine Aufgabe. Schiff Ahoi, baue ein Schiff und lasse es zu Wasser. Das wird schwierig. Ja, bin ich mal gespannt, ob er da irgendwo einen See findet. Ich kenne mich da gar nicht aus in dem Bereich. Aber ich bleibe dabei, ich fahre bis Huckelriede. Klar, er kann auch in andere Richtung abhauen mit den Buslinien, die dort fahren. Weiter geht's. Wir müssen los. Nein, 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 nein. Wir müssen los.
Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier wegkomme. Der Bus hat mich übrigens auch gerade weggebracht. Den habe ich gerade auch noch verpasst. Ich dachte, ich kriege das eben moderiert. Nein, kriege ich nicht. Jetzt habe ich zwei Busse, eine Bahn verpasst und habe eine Aufgabe und darf ein Schiff bauen. Kacke. Und hier noch einmal das Werbeschild Run, Catch, Repeat, jetzt auf YouTube. Und damit ist die Aufgabe gelöst. 10 Minuten sind rum. 5 Punkte, also insgesamt 8. Wie kriege ich ein Schiff gebaut, Leute? Ich will erstmal mit der 4 wieder wegfahren. Aber ich weiß nicht, wie weit. Aber wenn er mir dann entgegenkommt, das wird kritisch. Aber ich denke, ich baue das Schiff dann doch leider erst, wenn ich Richtung Speicher 11 bin. Er hat sich damit natürlich sehr, sehr geil Punkte jetzt erspielt mit der Werbung, bitte. Ja, und ich muss jetzt irgendwie versuchen, zurückzukommen, dass ich Speicher 11 erreiche. Ganz große Problematik ist das Schiff bauen noch zwischendurch. Vielleicht mache ich es auf der nächsten Toilette im Waschbecken. Naja, egal. Gleich geht's mit der gleichen Bahn zurück. Mal gucken, wie weit ich das mache. Ich drücke ihm jetzt die Karte rein. Neustart. Das heißt, er muss im Laufe des Spiels, er muss es natürlich nicht direkt machen, muss er nochmal zum Hauptbahnhof zurück, wo wir gestartet sind. Da wird er sich sicherlich freuen. Sehr, sehr clever von ihm, die Neustartkarte reinzuballern. Also muss ich unterwegs auch nochmal auf dem Hauptbahnhof vorbei. Mal gucken, wann ich da vorbeischaue. Aber irgendwie muss ich am Startpunkt vorbeikommen. Kritisch. Er muss ja auch irgendwie wieder zurück. Und vom Klinikum links der Weser gibt es nicht so viele schöne Verbindungen. Es gibt, glaube ich, noch eine Buslinie. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt muss ich lügen. Die fährt auch über die Erdbeerbrücke. Wenn er mir da ankommt, dann könnte er natürlich Richtung Weserwehr fahren. Ich bin sehr schlecht vorbereitet, was die Buslinien angeht. Straßenbahnnetz könnte ich euch jetzt auswendig vorbeten. Ich versuche jetzt erstmal ihn abzufangen. Und wenn das gleich nichts wird, dann fahre ich wieder zum Hauptbahnhof zurück. Eingestiegen in die 4 bin ich. Fahre jetzt weg. Und zwischendurch suche ich mir irgendwie die Möglichkeit, die Aufgabe zu erledigen oder zumindest vorzubereiten. Steige zwischendurch nochmal aus. Einfach nur, um zu verwirren, dass ich nicht die ganze Zeit der gleichen Bahn zurückfahre, weil jetzt ist natürlich super klar, in welcher Bahn ich bin. Wer weiß garantiert, dass ich in der 4 zurückfahre. Lukas hat einen Einstieg geschrieben. Muss mal gucken, was jetzt gerade losgefahren ist. So einfach mit dem Rückweg kann ich es ihm natürlich nicht machen, aber ich muss zum Hauptbahnhof zurück. Taktikfuchs Lukas muss zuschlagen, sonst hat er mich gleich. Würde passen, dass dort eine 4 abgefahren ist. Ich bleib dabei, ich fahre bis Huckelriede, das ist gleich hier in der Nähe, 2 Haltestellen noch. Und dann steige ich in die 4 zum Hauptbahnhof und hoffe, dass er da drin ist. Wobei er sich ja denken kann, dass ich jetzt Richtung Klinik links der Weser unterwegs bin. Kennt ihr diese Leute, die auf YouTube immer diese Videos machen und die Straßenbahnlinie hinten raus filmen? Und es soll ja sogar Leute geben, die sich sowas angucken. Weiß ich nicht. Aber ich gehöre jetzt auch. Ich gehe jetzt unter die Straßenbahn-YouTuber. Wir gucken uns jetzt natürlich aufmerksam um. Ist Lukas hier in der Nähe? Ich kriege dich, Lukas. Ich glaube, ich steige hier tatsächlich aus. Und fahre nicht bis Huckelriede. Ganz spontane Planänderungen sind immer die besten. Und bin jetzt hier am Dammacker, weil vielleicht ahnt er es und gleich kommt nämlich auch die andere 4. Und ich versuche ihn damit abzufangen. Und während ich hier auf Lukas warte, habe ich schon wieder diesen richtig dummen Ohrwurm. Kennt ihr das, wenn man so einen dummen Ohrwurm hat? Man will eigentlich gerade was Ernstes tun, so wie hier. Wir spielen ein seriöses Spiel. Und man hat die ganze Zeit so dumme Ohrwürmer. Kennt ihr Buddy Ogün? Schrecklichste Musik auf dem Planeten. Schlimmster Ohrwurm. Unter anderem jetzt sein neuer Song. Keine Feier ohne meine Eier. Das ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Diese Anspannung, ich will Lukas fangen. Das ist ein ganz anderes Spiel, als man wegläuft. Wirklich, es ist eine ganz andere Grundanspannung. Und dann kommt euch so ein Lied in den Sinn. Das sind Gefühle, die könnt ihr gerade nicht nachvollziehen, Leute. So, da vorne kommt die 4. Ist er da drin oder ist er nicht drin? Wir warten es ab. Lukas, kriegst du schon Panik? Sitzt er da? Ist er da irgendwo drin? Versteckt er sich? Wir gucken. Ich sehe ihn nicht. Ich steige trotzdem ein. Oh, da war kuscheln. Nein, ich hab ihn. Fuck. Nein. Das Problem, wenn die Leute Leistungssportler sind. Fuck. Nein. Das bringt ja alles. Ja! Oh Gott. Entschuldigung für den lauten Ausbruch. Fuck, wieso laufe ich weg? Lukas hat natürlich einen unfairen Nachteil, hat den Rucksack dabei. Ah, hab ich mich mal wieder kacke angestellt, ey. Ja, ich war einfach so gut. Das sage ich an dir. Konnte nichts machen. Ihr habt's gesehen, die Busse waren nicht auf meiner Seite. Deine Folgen bisher auf jeden Fall eher von kürzerer Natur. Kurz, aber kuschel. Aber gut, lasst gerne ein Abo, Like und alles Mögliche da, was uns hilft, irgendwie den Kanal nach vorne zu bringen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Folgen wieder. Ciao. Okay.